Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mich heute mal in einen kuscheligen Pullover geworfen. Es ist nämlich bitter kalt geworden, irgendwie von 30 Grad auf 13 Grad. Ich weiß nicht, was da draußen los ist, aber I don't like this. Nein. Aber passend zum Video dachte ich, passt das auch sehr gut, beziehungsweise passt mein Video jetzt sehr gut, wenn es so schön knackig kalt wird. In der Regel mag ich das ja, aber wenn ich an die Heizkosten denke, dann hätten wir gerne noch einen goldenen Herbst haben können, beziehungsweise können wir gerne noch einen goldenen Herbst haben, weil ja, ich da echt ein bisschen Muffensausen davor habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte heute mit euch über Cozy Bücher, ich weiß nie genau, das spricht irgendwie jeder anders aus, aber bei mir sind es Cozy Bücher für den Herbst sprechen. Ich habe euch ein paar Bücher und Buchreihen rausgesucht, die ich für sehr herbstlich empfinde oder mit denen ich so ein bisschen Herbstvibes verbinde. Wie ihr seht, Lana hat auch sehr kalt. Die hat sich eben unter meine Decke gekuschelt und mittlerweile guckt der Kopf zumindest wieder raus. Aber ja, mein Hund ist ein wenig kälteempfindlich, aber so sind sie halt, die Spanier, ne? Die sind 30 Grad gewöhnt und bei dem Wetter streiken die. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt jetzt schon mit dem ersten Buch, beziehungsweise der ersten Buchreihe an. Ich habe sie hier wieder auf meinem Tisch stehen und greife einfach von oben nach unten runter oder arbeite mich von oben nach unten runter. Da ist jetzt irgendwie kein Ranking dazwischen dabei. Das ist einfach nur so, wie ich sie aus dem Regal gezogen habe. Fangen wir mit der ersten Reihe an, die ich euch heute zeigen möchte. Das ist Sweet at Heart und Sweet Like You. Die nennt sich Honey Springs Reihe. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gelesen, aber irgendwie, wenn ich mir die Klappentexte durchlese, kriege ich das totale Herbstfeeling und habe mir gedacht, why not mit ins Video aufnehmen? In der Reihe geht es um eine kleine Stadt, genannt Honey Springs. Deshalb auch die Honey Springs Reihe. Das macht Sinn. In der sich irgendwie alles um das Thema Honig dreht. Ich glaube, das hier ist der erste Band und das hier ist der zweite. Ja, genau. Und manche von euch wissen vielleicht, dass ich, wenn es herbstlich wird, immer meinen jährlichen Gilmore Girls Marathon starte. Und in Band 2 geht es um einen Protagonisten, der mich so super doll an Luke erinnert, dass ich die Reihe tatsächlich jetzt vorhabe, im Herbst auch zu lesen. Ich lese euch jetzt mal beide Klappentexte vor und dann wisst ihr auch, warum ich es in dieses Herbstvideo mit aufgenommen habe. Fangen wir auch mit Band 1 an natürlich. Honey Springs ist eine kleine Stadt in Kalifornien, die für den dort hergestellten Honig bekannt ist. Für Cassie Wilkerson ist es der Ort, an dem sie sich das erste Mal verliebte. Doch das ist lange her. Inzwischen lebt sie in New York und kehrt nur für die Testamentseröffnung ihrer Tante zurück. Doch anstatt wie erwartet irgendeine Kleinigkeit zu erben, ist sie plötzlich Besitzerin einer Farm samt Inkerei und soll zudem noch für 3 Wochen das Amt ihrer verstorbenen Tante als Bürgermeisterin übernehmen. Bitte was? Cassie kann nicht bleiben. Sie hat einen Job in New York und sie hat Angst vor Bienen. Verdammt nochmal. Aber um ihre Tante willen lässt sie sich auf diese 3 Wochen ein. Schließlich hat sie Hilfe, zum Beispiel von Nick Porter, damals ihr erster Freund und heute der Chef. Imker ihrer Farm. Band 1. Und Band 2. In der kleinen kalifornischen Stadt Honey Springs dreht sich alles um Honig. Vom Buchladen The Book Bee bis zur Baseballmannschaft der Schule, den Honey Hornets. Alle sind sie stolz auf das besondere Markenzeichen ihrer Stadt und zeigen das auch. Nur einer nicht. Patrick Manning, der Besitzer des Coffeeshops, weigert sich beharrlich, seinem Geschäft einen honiginspirierten Namen zu geben. Und das ärgert Madison Porter, die Assistentin der Bürgermeisterin, jeden Tag aufs Neue. Vor allem, weil sie in dem Laden selbst eine Eisdiele eröffnen wollte und Patrick ihr die Immobilie vor der Nase weggeschnappt hat. Der Kerl ist einfach unausstehlich. Daran ändert auch nichts, dass ihr Herz jedes Mal einen kleinen Hüpfer macht, wenn sie sich streiten. Also absolute Luke und Gilmore Girls Vibes. Ich werde vermutlich, sobald ich mit Blacklist durch bin, wieder meinen Marathon starten. Und spätestens dann werde ich, denke ich, im Oktober oder so auch zu den Büchern greifen. Dann möchte ich euch gerne ein Buch zeigen, das ich gerade als Rezensionsexemplar gelesen habe.
Meine Meinung werde ich natürlich im Lesemonat wieder kundtun. Aber ich durfte auch Teil der Blogtour sein und da geht auch am Donnerstag mein Beitrag zu online. Also schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu verfolgen und auch die Autorin zu verfolgen, weil sie ein super, super lieber Mensch ist. Und ich spreche von You Color My Soul. Das spiegelt es. Von Anne Thorne. Und wer die Autorin vielleicht schon kennt, weiß, dass ihre Bücher mit sehr, 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 sehr viel Humor geschrieben sind und mit sehr viel Spice auch zwischendrin. Und ich persönlich habe mich auch sehr gefreut, dass ich Teil der Blogtour sein durfte. Das war für mich eine sehr, sehr große Ehre. Und jetzt erzähle ich euch auch, um was es in dem Buch gehen wird. Beziehungsweise geht. Es ist nämlich vor 3 Tagen erschienen. Wir hätten eine weitere Regel gebraucht. Kein Kuscheln, denn das war gefährlicher als Sex. Ellie muss dringend ihre Kinderpflegeeinrichtung vor der Schließung retten. Aber so sehr sie sich um Spenden bemüht, es reicht einfach nicht. Als sie sich dann auch noch beim Kastanienbasteln verletzt und direkt vor die Füße von Daniel alias Dr. Crumpy fällt, ist das Chaos perfekt. Denn der Arzt hat absolut nichts für ihre Tollpatschigkeit, ihre Strickpullis oder die alberne Kastanienkunst übrig und würde sie am liebsten sofort hochkant rauswerfen. Doch wie ein Wirbelsturm fegt Ellie immer und immer wieder durch das Leben des Perfektionisten und bringt es ordentlich durcheinander. Umso überraschter ist sie, als ihr plötzlich eine großzügige Spende anbietet, die alles verändern könnte. Bis sie erfährt, welche Gegenleistung er fordert. Sie soll seine Freundin spielen. Um ihre Einrichtung zu retten, muss sie es wagen und auf den Deal eingehen. Immerhin haben sie auch ein paar gute Regeln auf einer Serviette festgehalten. Was soll da noch schiefgehen? Ein Roman voller Konfetti fürs Herz mit jeder Menge Humor, kuscheliger Herbststimmung und einer großen Portion Selbstliebe. Wie klingt das bitte? Außer wunderschön. Die nächste Reihe habe ich euch schon einige Male in die Kamera gehalten, weil ich ein großer Fan der Reihe bin. Das macht Sinn, deshalb habe ich sie auch immer noch im Regal stehen. Wie ihr wisst, fahre ich jedes Jahr im Herbst, quasi in 2 Wochen, nach Bonn auf eine Fantasy-Convention, die früher mal das Thema Herr der Ringe hatte. Mittlerweile ist da auch Harry Potter und Twilight war zeitweise dabei, der Hobbit, jetzt natürlich Ring der Macht und so weiter und so weiter. Also ich habe schon super, super viele Darsteller gesehen, unter anderem Jason Momoa. Und ja, irgendwie verbinde ich Conventions und Cosplay und so weiter mit dem Herbst. Ich weiß nicht warum. Und genau darum geht es auch teilweise hier in der Reihe. Es ist ein Mittelalterfest. Und es geht um verschiedene Darsteller bzw. Protagonisten, die einen bestimmten Part auf diesem Mittelalterfest einnehmen. Gerade im ersten Teil wird so viel um dieses Fest drumherum erklärt und es werden Kostüme geschneidert, es werden Kostüme verliehen und Accessoires dazu gebaut. Also ich war da richtig in meinem Cosplay-Hype drin. Band 2 und 3 hat im Nachhinein etwas weniger das Mittelalterfest als Hauptthema, aber es zieht sich wie ein roter Faden durch die Reihe. Und die Willow Creek-Reihe ist einfach auch so cozy. Also es ist jetzt nicht actiongeladen und es passiert was Schlag auf Schlag. Es ist einfach so Slowburn-mäßig und richtig gediegen. Ich würde euch jetzt einfach mal kurz die Klappentexte im Schnelldurchlauf vorlesen und dann machen wir auch schon weiter. Das erste ist nämlich direkt schon ein Schlagwort. Gilmore Girls trifft Mittelalterfestival. Da haben wir wieder die Gilmore Girls Thematik und die passt einfach für mich wie die Faust aufs Auge in den Herbst. Ein Mittelalterfestival. Emily hat sich allen Ernstes überreden lassen, dabei mitzumachen. Ihre Nichte will unbedingt daran teilnehmen, ohne Erwachsenenaufsichtsperson darf sie nicht. Und da ihre Schwester einen Unfall hatte, springt Emily ein. Was tut man nicht alles für die Familie? Tatsächlich könnte das Ganze sogar lustig werden, wenn da nicht Simon wäre. Simon, der Organisator des Festivals. Simon, die Anachronismuspolizei. Simon, die Spaßbremse. Die beiden können sich vom ersten Moment an nicht leiden, aber auf dem Festival schlüpfen sie in andere Rollen. Plötzlich wird aus dem ernsten Simon ein verruchter Pirat, der ganz eindeutig mit ihr flirtet. Und Emily bekommt genauso plötzlich weiche Knie. Aber wer flirtet da miteinander? Die Tavernendirne und der Pirat oder Emily und Simon? Buch Nummer 1. Buch Nummer 2.
Sie träumt sich in vergangene Zeiten, doch ihre Probleme sind nur allzu modern. Stacys Leben ist ziemlich durchschnittlich, ehrlich gesagt sogar etwas langweilig. Ein Job in einer Zahnarztpraxis, eine kleine Wohnung über der Garage ihrer Eltern, ein paar gute Freunde, aber keine Beziehung. Doch für 4 Wochen im Jahr ändert sich alles. Für 4 Wochen wird ihr Leben aufregend. Jeden Sommer findet in ihrer Heimatstadt Willow Creek ein Festival statt. Und Stacy nimmt als Schaustellerin daran teil. Sie schlüpft in eine andere Rolle, fühlt sich frei und glücklich, bis das Festival wieder vorbei ist. Seufzt. In ihrem Leben muss sich etwas ändern, sie weiß nur nicht was, bis sie eine E-Mail an einen Mann schreibt, der sie viel weniger gut kennt, als sie denkt. Das ist so ein bisschen E-Mail für dich mäßig. Und Band Nummer 3, aus Versehen verliebt. Alles beginnt mit nur 3 kleinen Worten. Sei meine Freundin. Daraufhin bleibt April Parker erstmal der Mund offen stehen. Hat Mitch Malone, der begehrteste Junggeselle von Willow Creek, gerade allen Ernstes vorgeschlagen, dass sie sich als seine Freundin ausgibt? Nur um seine Verwandten davon abzuhalten, über seinen unsteten Lebenswandel zu meckern? Das Ganze kommt ihr absurd vor. Schließlich ist April deutlich älter als Mitch. Aber sie lässt sich im Austausch für Hilfe bei ihrer Hausrenovierung darauf ein. Nur fühlt sich die vorgetäuschte Beziehung bald etwas zu echt an. Und als April dann auch noch das erste Mal bei Willow Creek Mittelalterfestival mitmacht, bei dem Mitch jedes Jahr als Highlander auftritt, wird alles noch verwirrender. Denn Mitch im Kilt ist in einem Blick, dem selbst die stärkste Frau kaum widerstehen kann. Band Nummer 3. Von der nächsten Reihe habe ich nur den ersten Band vor Ort, nur den ersten Band im Regal stehen. Ich habe Band 2 und 3 als Hörbuch gehört und werde die aber auch nach und nach noch einziehen lassen, weil ich tatsächlich finde, dass die Reihe sich von Buch zu Buch gesteigert hat. Der erste Band war schön. Ich habe ihn damals auch im Buddyread gelesen, aber wir hatten alle das Problem, dass wir irgendwie die Problematik, die sich im Kopf der Protagonistin geformt hatte, nicht so ganz nachvollziehen konnten. Aber die Stimmung in dem Buch ist sehr, sehr herbstlich. Es spielt auf den Shetlands, oder die ganze Reihe spielt auf den Shetlands. Und wenn etwas nach Herbst-Vibe ruft, dann ist es ein kaltes, raues Seeklima, bei dem man sich am liebsten vor den warmen Kamin kuscheln möchte und eine Decke um sich werfen möchte und ein schönes, heißes Getränk auf seinem Schoß haben möchte. Und genau dieses Gefühl vermittelt diese Reihe. Und jetzt erzähle ich euch auch zumindest mal, um was es in Band 1 geht. Home is where the heart is. Vor 3 Jahren verließ Fiona überstürzt ihre Heimat Shetland, nachdem eine unerwartete Nachricht ihr Leben auf den Kopf gestellt hatte. Sie kehrt nun zurück zu ihren Wurzeln, zurück zu ihren Schwestern Nessa und Effie, zurück zur rauen Schönheit der Shetlands und zurück in die Nähe ihrer ersten großen Liebe Connell. Obwohl die letzten 3 Jahre für sie einsam und schmerzhaft waren, ist Fiona sicher, damals die richtige Entscheidung getroffen zu haben, doch ihre plötzliche Flucht hat tiefe Spuren hinterlassen, als sie dachte. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei allen Menschen, die sie liebt. Und selbst nach all der Zeit ist einer von ihnen noch immer Connell. Ja, in Band 2 geht es dann um ihre Schwester Nessa, die Whiskybrauerin ist und sich mit ihrem größten Konkurrenten Bo quasi ständig an die Gurgel geht. So eine Enemies-to-Lovers-Geschichte, richtig, richtig cool. Und in Band 3 geht es um Effie, die sich zu ihrem Geburtstag immer in so ein kleines Cottage einer Freundin zurückzieht, weil ihre Mutter bei ihrer Geburt gestorben ist und sie hat so die Mentalität, ich muss nach außen hin immer grinsen und alle immer lächeln und alle um mich rum erfreuen sich dran. Aber in dieser Woche zieht sie sich dann zurück und ist nur für sich. Ja, aber dieses Jahr ist das Cottage nicht leer, sondern da sitzt ein Typ und der will einfach nicht ausziehen. Die Geschichte hat mir tatsächlich von allen auch am besten gefallen, aber ich kann euch trotzdem die ganze Reihe ans Herz legen. Das nächste Buch ist auch gerade erst als E-Book erschienen diese Woche und erscheint Ende des Monats, ich glaube am 26. September, auch als Printexemplar. Ich spreche von Autumn in Your Eyes von Ella Ellis, ihr Debütroman quasi. Und wenn man hört, wie die Insel, auf der es spielt, heißt, dann wisst ihr auch, warum ich es, außer dass das Buch Autumn in Your Eyes heißt, also Herbst in deinen Augen, warum ich das Buch als cozy bezeichne. Die Insel heißt nämlich Cozy Island. Von daher war das sehr, sehr passend und ich dachte, wenn ein Buch in dieses Video rein muss, dann auf jeden Fall das. Ich durfte es auch schon vorab lesen
Und ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen und ans Herz legen, wenn ihr wirklich Lust auf eine gemütliche Geschichte fürs Herz, aber auch mit einer Prise Humor und ganz viel Kuchen und warmen Getränken seid, dann ist das Buch auf jeden Fall was für euch. Ich lese euch auch noch schnell den Klappentext vor, den suche ich nämlich die ganze Zeit schon hier unten auf dem Handy. Und dann machen wir auch weiter. Hektik, Lärm, Trubel. Das Leben in New York lässt Autumn kaum Luft zum Atmen. Als ihre Granny stirbt, ergreift sie die Chance, um alles hinter sich zu lassen und ins nun verwaiste Cottage auf Cozy Island zu reisen, einer kleinen Insel mitten im Atlantik. Dort angekommen ist sie überwältigt von der Schönheit des Ferienorts und fühlt sich auf Anhieb heimisch. Nicht zuletzt, weil der charmante Surfschullehrer Sam von der ersten Sekunde an den Kopf verdreht. Er hilft Autumn, sich in ihrer neuen Umgebung einzufinden und sorgt dafür, dass sie langsam erkennt, was wirklich im Leben zählt. Doch dann stößt Autumn auf eine Reihe von Geheimnissen, die sie vor große Entscheidungen stellen. Also ich bin total verliebt in Cozy Island und hoffe, 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 dass da ganz bald eine Fortsetzung zu erscheinen wird. Jetzt möchte ich euch gerne noch eine komplette Reihe ans Herz legen, da sie aber aus 6 Bänden besteht, beziehungsweise aus 5 Bänden und einem Zusatzband, werde ich euch jetzt nicht alle Klappentexte vorlesen, sondern euch einfach nur ein bisschen was zu der Reihe erzählen. Und ihr könnt euch vielleicht denken, es ist die Green Valley-Reihe von Lily Lucas. Ich stelle sie aber nochmal ab, weil es ziemlich schwer ist, das Ganze zu halten. Ja, die 5 Bände sind ja nacheinander erschienen und das hier ist so ein bisschen der Zusatzband, so eine kleine Zusatzgeschichte, die es meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte. Ich mag Lily Lucas und ich mag ihre Bücher, aber er hat mir einfach nicht gefallen. Also ich konnte mit den Protagonisten nichts anfangen, ich konnte mit der Story nichts anfangen. Deshalb lassen wir den einfach jetzt mal außen vor und widmen uns der Reihe. Es geht, wie gesagt, um ein kleines Örtchen, ich glaube in den Rocky Mountains, bin mir jetzt nicht mehr sicher, das da Green Valley heißt. Im ersten Band begleiten wir Lena und Ryan. Lena ist Austauschschülerin quasi. Sie macht so ein Auslandsjahr in Green Valley und ist dann als Au-pair-Mädchen quasi bei Ryans Eltern angestellt. Dann geht es in Band 2 weiter mit Izzy, die als Snowboardlehrerin im Ort arbeitet und ein ja, berühmter Schauspieler taucht plötzlich in dem Örtchen auf und stellt das ganze Örtchen auf den Kopf. Und Izzy bringt ihm das Snowboarden bei, beziehungsweise das Skifahren. Aber ja, da gibt es noch eine dritte Person, die das Ganze nicht so cool findet und die Izzy auch schon sehr, sehr lange kennt, nämlich ihren besten Freund. Mehr sage ich dazu nicht. In New Dreams geht es um Elara, die nach einem Streit mit ihrer Mutter zufällig in Green Valley strandet und ja, sich dort sehr, sehr heimisch fühlt, komischerweise. Sie lernt Noah kennen und findet den richtig, richtig gut, stellt dann aber fest, dass er eine Freundin hat, die im Koma liegt. Und ja, das Buch dreht sich dann so ein bisschen um die Geschichte mit dem Unfall, mit dem Koma, mit Noah. Da war ich auch so ein bisschen hinhergerissen, weil ich Angst hatte, dass die beiden was anfangen, während seine Freundin quasi noch im Koma liegt. Aber müsst ihr selbst lesen. Und genau um diese Freundin geht es in diesem Band. Sie wacht, Spoiler-Alarm, aus dem Koma auf und ja, es lösen sich einige Dinge auf, die vorher abzusehen waren. Sie sucht quasi so ein bisschen einen neuen Sinn in ihrem Leben und da sie immer super gerne das, ich glaube, Wintermusical ihrer Stadt aufgeführt hat, ich glaube, sowas in der Art ist es, holt sie sich quasi den Netflix-Star aus Band 2 mit ins Boot, unfreiwillig, und lernt ihn dadurch besser kennen. Und im finalen Band geht es ebenfalls um eine Deutsche, die in Green Valley gestrandet ist, genau wie Lena in Band 1. Es geht um Leonie, die eigentlich ein Praktikum in einer Craft-Bier-Brauerei machen wollte, aber das kurzfristig nicht zustande kommt. Und dann beschließt sie, in eine Bar zu gehen und sich zu betrinken.
wie ich das auch machen würde vermutlich, und philosophiert so ein bisschen, wie sie jetzt weitermachen möchte und lernt dort den Barkeeper kennen. Und die Stadt gefällt ihr so gut, dass sie beschließt, eine Weile erstmal dort zu bleiben und ja, sich dort der Craft-Beer-Szene zu widmen. Ja, das waren alle 5 Bände. Ich finde, die Bücher, dadurch, dass sie nicht so dick sind, eignen sie sich hervorragend, um einfach mal so zwischendurch reinzulesen und ein bisschen cozy Vibes zu fühlen. Ich bin ein riesen Fan der Reihe. Ich kann sie jedem wirklich nur ans Herz legen und empfehlen. Und ich denke, das können auch sehr, sehr viele Menschen, die meinen Kanal schauen, auch bestätigen. Last but not least kommen wir zur letzten Reihe und bleiben quasi gerade mal bei Lily Lucas. Die hat nämlich noch eine wundervolle Cozy-Reihe geschrieben. A Place to Love und A Place to Grow sind die ersten beiden Bände der Reihe. A Place to Grow ist gerade erschienen und das lese ich tatsächlich aktuell gerade auch. Und Band 3 wird, wenn ich das richtig weiß, nächstes Jahr erscheinen. Nagelt mich nicht fest, ich glaube, es ist erst nächstes Jahr. Aber das nächste Video, das kommt, ist das Neuerscheinungsvideo. Wenn es da nicht mit drin ist, dann wird A Place We Belong oder sowas in der Art heißt da erst im neuen Jahr erscheinen. Ich muss mal gerade reingucken, weil ich glaube, in Band 1 waren nur 1 und 2 abgedruckt. Genau, hier, da ist nur Band 1 und Band 2 abgedruckt. Da ist noch eine Karte drin und ich habe es, habe ich gerade gesehen, das wusste ich gar nicht mehr, signiert bestellt. Und Band 2, da ist Schwester Lilac. Oh, habe ich tatsächlich auch signiert bestellt. Das sind Dinge, die weiß ich alle gar nicht mehr. Ah, hier ist genau. Hier ist noch der dritte Band drin. A Place to Belong. Wusste ich doch, dass es irgendwie so heißt. Anscheinend ist, als das erste Buch veröffentlicht wurde, noch nicht klar gewesen, wie das dritte aussehen oder heißen soll. Würde ich jetzt einfach mal drauf tippen. Egal, um was geht es? Es geht um eine Obstfarm, die Cherry Hill heißt. Im ersten Band begleiten wir die Schwester Juniper. Und im zweiten Band begleiten wir die Schwester Lilac. Jetzt ging natürlich noch der Akku leer, kurz vorm Ende. Ich lese euch jetzt einfach die Klappentexte vor und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild von den Büchern bzw. der Reihe machen. Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters vor 3 Jahren leitet Juniper June McCarthy mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Cherry Hill die Obstfarm der Familie. Die 25-Jährige liebt die Farm im ländlichen Colorado und sie fühlt sich verantwortlich für das Familienunternehmen, das ihrem Vater so viel bedeutet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Deshalb hat sie damals auch ihrer großen Liebe Henry unter einem Vorwand den Laufpass gegeben, um seinen Zukunftsplänen in Wales nicht im Weg zu stehen. Als er jedoch eines Tages auf Cherry Hill auftaucht, stürzt er schon in ein absolutes Gefühlschaos. Und Band 2. Für Lilac McCarthy, 24, ist Cherry Hill, die Obstfarm ihrer Familie, der schönste Platz auf Erden. Sie liebt ihren kleinen Farmladen, in dem sie Selbstgemachtes verkauft und natürlich das jährliche Peach Festival, das sie als Vorsitzende des Veranstaltungskomitees hingebungsvoll organisiert. Doch dieses Jahr droht alles anders zu werden. Beau Radisson, der Erbe der größten Obstfarm vor Ort, ist nach seinem Auslandsstudium zurück in der Stadt. Beau hat Lilacs Leben schon einmal auf den Kopf gestellt. Nun verfolgt er große Änderungspläne für ihr geliebtes Peach Festival. Es dauert nicht lange, bis Beau und Lilac darüber kräftig aneinander geraten und Lilac feststellen muss, dass ihr Herz in Beaus Nähe verräterisch schnell klopft. Ich hatte tatsächlich absolute Shetland Love Vibes, weil in beiden Büchern geht es um einen Beau, in beiden Büchern geht es um eine Schwester von 3, in beiden Büchern geht es um ein Enemies to Lovers Setting, aber ich stehe da ja total drauf. Ich finde das super, super witzig, wie sich ja jemand um 180 Grad irgendwie drehen kann. Man streitet sich irgendwie um ein Thema, das einen aber irgendwie auch verbindet. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Ich bin noch nicht fertig mit dem zweiten Band, aber bisher gefällt er mir auch wieder richtig, richtig gut. Und ich finde auch gerade dieses Peach Festival und dieser Farmladen haben so richtige Autumn Vibes. Ich kann es nicht anders sagen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich euch zum Thema Herbst und zum Thema Cozy vorstellen wollte. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch noch andere Vorschläge hättet. Ich bin für sowas immer offen. Ich suche für meine Herbst-Themen
Reading List noch ein paar schöne Inspirationen. Also schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram, wie ihr gerne möchtet. Ich sage jetzt auf Wiedersehen, verabschiede mich von euch und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!